Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. So, das hat man ja schon viel gesehen und viel gehört. Aber ich selber habe das in den 5-6 Jahren Fotografie noch nie gemacht. Deswegen habe ich eine andere Fotografin gefragt, ob sie mir 30 Aufgaben geben kann. Und ich habe ihr 30 Aufgaben gegeben. Und hiermit will ich quasi einmal heute meine erste Aufgabe ziehen. Ich habe hier 30 Aufgaben drin. Genau, da ziehe ich jetzt die erste Aufgabe raus und bin gespannt, welche es wird. Ja. So, das ist die erste. Ich mache den Deckel mal gerade zu. Stell es einmal ab. So, die erste Aufgabe ist. Ist die Nummer 13 von 30. Wellenstrukturen. Oh, okay, da bin ich mal gespannt. Wie setze ich das um? Wellenstrukturen. Okay, lass mich mal kurz überlegen und dann seht ihr mich wieder, wenn ich dabei bin, das Foto zu machen oder wenn ich es fertig habe. Eins von beiden. Ja, jetzt wird es jeden Tag eine Aufgabe geben. Ich bin super gespannt, ob ich alle 30 gut und kreativ umgesetzt bekomme und ob es mich quasi ein bisschen herausfordert, aber ich denke schon, weil machen ist immer der richtige Weg, um sich besser zu werden, um sich zu verändern. Also das ist schon eine richtig gute Aufgabe, um quasi was zu verändern, um was zu machen und einfach nur um einmal rauszukommen und nicht nur faul rumzusitzen, sondern auch einfach mal was umzusetzen und kreativ zu werden. Also, 30 Aufgaben, 30 Tage, let's go! Wer jetzt selber die Chance haben möchte, die 30 Tage Foto Challenge mitzumachen mit seinen eigenen Ideen, pausiert jetzt das Video und geht raus, fotografiert die Challenge, weil ab jetzt ist zu sehen, was meine Idee ist und wie ich es umsetze. Wer davon sich nicht beeinflussen lassen will, stoppt es jetzt, macht es selber, fotografiert es und wenn man das mit mir teilen möchte, benutzt gerne den Hashtag oder markiert mich in den Stories und dann jetzt viel Spaß mit dem Video oder beim selber ausprobieren. Die erste Idee zu dem Thema Wellenstrukturen kam mir natürlich im Park. Ich folgte diesen Enten, wohin auch wohl sonst, zum typischen, offensichtlichsten des Themas Wellenstrukturen. Also bin ich zum Wasser gegangen, zu einem Park, zu einem See und habe dort quasi das Wasser fotografiert, wie es sich so bewegt hat. Hier sieht man mal so ein paar Videoaufnahmen, die ich an dem See gemacht habe und dann hier meine Fotos dazu. Das habe ich gemacht und dann dachte ich so, okay, ich habe das Thema eigentlich ziemlich cool, aber ziemlich simpel umgesetzt. Aber dann habe ich die restlichen Stunden des Tages daran weitergegrübelt, bis mir dann auf der Autofahrt nach Hause eine weitere Idee kam, wo ich natürlich auch Wasser gebraucht habe, aber ich es ein bisschen anders umgesetzt habe als einfach nur im Park, Wind, Wellen und das Foto. So habe ich quasi ja noch am Ende etwas mir aufgebaut und wie es dazu kommt, seht ihr jetzt gleich. Ich erkläre einmal kurz das Setup, was man hier sehen kann. Ich habe bei mir im Zimmer eine Auflaufform hingestellt, damit nicht alles nass wird. Da drin eine kleine Schüssel, in der Wasser ist. Ich habe links und rechts eine Lampe, ein Aperture MC Licht, mit dem ich natürlich so mein Lieblingsfarbthema mache, Teal und Orange, Blau und Orange quasi. So leuchte ich das Wasser an und das Wasser mache ich mit diesem Puste-Ding, bringe ich es in Bewegung, damit quasi Wellen entstehen und die Wellen durch das Licht verschieden gefärbt sind. Ich habe auf dem Stativ davor meine Sony A7 III mit einem Makroobjektiv, das Sigma 105 Makro, draufgerichtet und habe die Kamera in einem Intervall eingestellt, dass sie regelmäßig Fotos macht und ja, und ich puste dann und so entstehen die Fotos, die ihr jetzt sehen könnt. Und dazu auch nochmal ein kleines Mini-Video, weil ich habe das dann ausgetauscht. Ich habe dann die Sony, mit der ich Fotos mache, ausgetauscht, mit der ich Videos mache. Und dann sieht man genau das, was als Foto entsteht, nochmal im Video. Abschließend kann ich ja nicht 10 Fotos einreichen, sondern es ist ja, die Challenge ist ja darauf ausgelegt, dass man pro Tag ein Foto macht und sich dann für eins entscheidet. Also ich kann ja mehrere Sachen ausprobieren, aber am Ende muss ich mich für ein Foto entscheiden. Und welches dieses eine Foto ist, ist folgendes.